Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Diesmal kein Prank leider, also an alle, die jetzt einen Prank erwartet haben, ihr könnt schon mal wegschalten, wenn ihr keinen Bock auf eine Frage-Antwort-Video habt. Denn diesmal gibt's ein Q&A, Leute. Ich habe euch gesagt, ihr könnt mir eure Fragen stellen auf Instagram, an alle, die mir auf Instagram noch nicht folgen. Hier ist mein Name. Und ja, ich würde mal sagen, ich beantworte jetzt so 10, 12 Fragen, oder? Dennis? Ja, genau. Ja, 10 bis 12 Fragen und es waren extrem viele Fragen. Du hast die Kamera auf dem Weg, oder? Ist noch, ist alles gut. So, ja, ich habe euch gesagt, stellt mir Fragen. Wir haben jetzt in, keine Ahnung, 20 Minuten oder so schon knapp 1000 Fragen. Leider konnte ich jetzt nicht alle beantworten, Leute, aber ich gebe mein Bestes und ja, ich würde mal sagen, wir fangen an und los geht's. So, Bora, unsere erste Frage wäre, was macht ihr in eurer Freizeit? In unserer Freizeit ganz klar, ganz gechillt mit Bitches, mit dicken Autos, Party. Champagne for the pain, ist doch klar, also. Ey Bruder, was machst du hier? Mann, hier ist ein Pokémon. Was für Pokémon? Spielst du das oder was? Ja, natürlich. Ich dachte, in deiner Freizeit gibt's so Bitches und Champagne und sowas. Ja, au. Ey, warum nimmst du das auf? Ja. Geh mal weg. Das sollte jetzt aber gar nicht gezeigt werden, dass ich jetzt Pokémon Go spiele, also. Magst du Justin Bieber? Nächste Frage ist, Bruder, was würdest du sagen, wenn du einen Oscar gewinnst? Ja, ist doch klar. Und zwar, Leute, kauft mein Merch. Wir haben wieder neue Sachen hier am Start. Einmal das Oversize. Jetzt im Shop erhältlich. Taxen Store, kauft euch den Scheiß. Und falls ihr am Strand unterwegs seid, keine Sorge, Leute. Ihr müsst nicht schwitzen. Ihr braucht kein Deo unter den Achseln. Hier das meistverkaufteste Tanktop aller Zeiten. Immer wieder Klimatisierung parat. Also, Leute, kommt vorbei. Kauft euch. Okay, okay, das reicht. Hast du vor, auf deiner Hochzeit die Cap wegzulassen? Ja, Leute, ob ich meine Cap auf der Hochzeit weglasse, werdet ihr im nächsten Song erfahren. Würdest du Aykans Beinhaare mal rasieren? Klar, Leute. Gebt einen Daumen nach oben, falls ihr sehen möchtet, wie ich Aykans Beinhaare rasiere. Und ich mach das. Also, da kann der auch nicht viel machen, wenn er mal irgendwo hier einschläft oder so. Dann sind die Beinhaare weg. Dann würde ich mal sagen, ciao Kakao an die Beinhaare. Jo, habt ihr vor, einen neuen Song rauszubringen? Unsere Welle, 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 mach du mal bitte keine Welle. Ja, Leute, auf jeden Fall kam der erste Song unnormal gut bei euch an. Also danke für das Feedback, danke für die, keine Ahnung, über 40.000 Daumen nach oben. Danke für die ganzen Views und so. Und ja, wir werden auf jeden Fall einen Song rausbringen. Also nach dieser Resonanz denke ich mal schon, dass ihr Bock auf einen zweiten Song hättet. Und, aber die Frage ist noch, wann, also wann genau, bis wann? Bist du schon mal fremdgegangen, Bruder? Nein. Bruder? Ja. Für wen ist die Jagd? Für meinen Nachbarn, für meinen Nachbarn. Das wäre ja richtig krass. Nee. Wieso hast du so kurze Haare auf dem Kopf oder am Sack? Hä? Woher weißt du, wie lang meine Haare auf dem Kopf sind? Nächste Frage. Kommen noch weitere Merch-Sachen? Auf jeden Fall sind neue Sachen auch geplant. Seid gespannt. Aber Leute, eine ganz wichtige Info, die ich bis jetzt noch gar nicht gesagt habe. Diese Shirts sind keine normalen Shirts, Leute. Mit diesen Shirts, mit diesen fucking Shirts könnt ihr zur Hochzeit, könnt ihr zu einer Diskothek, könnt ihr zu einer Geburtstagsfeier. Leute, mit diesen Shirts seid ihr einfach unantastbar. Mit diesem Shirt kann euch keiner was auf der Straße. Ihr seid quasi kugelsicher. Das ist wie eine kugelsichere Weste, Leute. Check den Store. Was war eigentlich dein Abiturdurchschnitt? Das wollte ich auch schon mal fragen. Gute. Nächste Frage. Was magst du an dir und was magst du nicht an dir? Ja, also, was ich an mir selber natürlich mag, ist mein drittes Bein an erster Stelle. Und ansonsten bin ich ein kleiner Wichser. Bruder, warum so hässlich? Warum trägst du eigentlich immer eine Cap? Okay, jetzt mal Real Talk, Leute. Warum ich immer eine Cap trage? Der Grund ist, weil ich einfach keinen Bock habe, immer meine Haare zu stylen, Leute. Ich bin nicht der Typ, der jeden Morgen aufsteht und seine Haare, leckt. Ich style meine Haare nur zu besonderen Anlässen oder wenn ich beim Friseur bin und begrüße an Fresher und Roddy. Ansonsten mag ich das nicht. Aber hier, gönnt euch den freshen Haircut wie geleckt. Ein Mädchen fragt jetzt auch, ob sie das Video beenden darf und ich sag sogar Ladies First. Recht. Jo, okay. Ein Homeboy fragt, ob er das Video beenden darf. Na klar, du kannst das Video beenden. Das war's auch schon. Digga, du kommst ganz halt mit deinem fucking Fuß an die Kamera. Das ist nicht verraten. Jo,
schon vom Frage-Antwort-Video. Danke, danke. Jo, warte mal. Hä, was ist denn? Wir haben noch eine ganz wichtige Frage. Und zwar, warum hat Aykan eigentlich in den letzten Videos gar nicht mitgemacht? Also Leute, falls ihr das wirklich wissen möchtet, dann hinterlasst einen Daumen nach oben und ich werde ein Video dazu drehen, in dem ich euch erkläre, warum Aykan in den letzten Videos nicht dabei war. Ansonsten abonniert nicht vergessen, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Checkt unseren Store ab, Leute. Und ich wünsche an alle, die noch in den Sommerferien sind oder im Urlaub sind, einen wunderschönen Urlaub noch. Das Wetter hier ist leider nicht so gut, deswegen sind wir auch hier in der Bude drinne und drehen das Video leider in geschlossenen Räumen. Falls ihr Wünsche habt, Fußball-Challenges oder irgendwas, was ich machen soll, Leute, knallt alles in die Kommentare rein. Folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Snapchat, folgt mir auf Twitter, keine Ahnung wo. Und das war's vom Video. Und warum mache ich hier so komische Bewegungen mit meinen Armen? Das war's. Peace.